Laut einem Buch haben Prinz Harrys Kommentare zur Beziehung zwischen William und Kate den Prinzen von Wales tief getroffen. Prinz William war empört über einen Kommentar von Prinz Harry zur königlichen Ehe, in dem er sie als die Niedrigste der Niedrigsten bezeichnete, heißt es in einem neuen Buch. Robert Hartmanns Biografie des Königs mit dem Titel Charles III, New King, New Court. In der Insider-Story heißt es, William sei durch Harrys Angriffe auf seine Frau Kate besonders beleidigt gewesen. Harry habe in seinem Roman, Spare, eine Reihe von Angriffen auf die Prinzessin unternommen. Doch eine Bemerkung sei dem Erben besonders unter die Haut gegangen, heißt es im Buch. Die Bemerkung des Herzogs von Sussex, dass männliche Mitglieder der königlichen Familie nur Frauen heiraten, die passen, war für Prinz William der Niedrigste der Niedrigen, heißt es in einem Kapitel des Buches, das morgen in der Daily Mail enthüllt wird. In der ersten Folge der Netflix-Dokumentation des Paares dachten der Herzog und die Herzogin von Sussex über die Anfänge ihrer Romanze und ihre schnelle Verbindung nach. Meghan war als amerikanische Schauspielerin, die schon einmal verheiratet war, nicht die typische zukünftige königliche Braut. Ich glaube, bei so vielen Menschen in der Familie, vor allem natürlich bei den Männern, kann die Versuchung oder der Drang bestehen, jemanden zu heiraten, der in diese Form passt, im Gegensatz zu jemandem, mit dem man vielleicht zusammen sein soll, sagte Harry. Der Unterschied, ob man Entscheidungen mit dem Kopf oder dem Herzen trifft, fügte er hinzu. In Bezug auf Prinzessin Diana sagte er, und meine Mutter hat sicherlich die meisten ihrer Entscheidungen, wenn nicht alle, aus ihrem Herzen getroffen. Und ich bin der Sohn meiner Mutter. Im Gespräch mit der Daily Mail behauptete der königliche Biograf Robert Jobson, dass Harrys Behauptung einfach nicht wahr sei. Thank you.